Hi Leute, willkommen zu diesem allerletzten Video 2015. Ja, wir haben Weihnachten. Schöne Weihnachten, Merry Christmas an euch da draußen. Und ja, dies wird, wie gesagt, das letzte Video 2015 von mir sein. Nichts mit Musik und so weiter. Es geht um die Zukunft. Was erwartet euch in 2016? Nun, erstmal vorab die Ankündigung. 2016 wird wenig Aktuelles von meiner Seite aus kommen. Ich mich mitten in der Ausbildung befinde. Ich will mich darauf gerne etwas mehr konzentrieren, deswegen aktuelleren Stuff, sage ich mal, gibt es eher weniger. Außerdem, wenn Videos aktuell dann kommen, will ich auch wirklich Zeit reinsetzen, damit diese Videos, vor allem was die Musikvideos angeht, wirklich auch gut werden und auch mir gefallen, dann damit ich mir eine Messlatte setzen kann, was euch wahrscheinlich dann auch gefällt. Also es wird weniger aktuellen Content kommen. Wer mein letztes Video schon gesehen hat von gestern, der wird es sicher auch schon wissen. Ja, außerdem arbeite ich im Moment an einem größeren Projekt, was 2017 erscheinen soll. Und nebenbei noch an dem Album Next Step, jetzt wirklich, dass das so heißt. Das ist jetzt kein Arbeitstitel, das Album wird so heißen. Es wird nicht dieses alte Scheiß-Cover kommen, wo das Mikro aussieht wie ein Pimmel. Ja. Es wird wirklich ein eigenes Cover bekommen und so weiter und so fort. Es soll auch als Download erscheinen und als CD. Soweit der Plan. Ansonsten steht noch nicht so und viele Sachen aus Tracks aus dem Album will ich auch nicht vorab veröffentlichen. Und ja, deswegen eher fahre ich den Content, den ich aktuell produziere, runter. Aber ich habe für euch schon so einiges vorproduziert, was dann in dem Jahr auf euch zukommt. Erstmal kommt Stuff von Kult und von mir jede Woche abwechselnd. Es wird jede Woche mindestens ein Video geben. Das garantiere ich euch, dass es jede Woche eins gibt, denn das ganze Jahr schon durchgeplant. Es wird wirklich viel von Kult an Musik geben, viel von ihrem letzten Album RADS, Raus auf die Straße, Kult Live. Ja, das Teil gibt es übrigens nicht zu kaufen, sondern wurde auf den Touren gegen eine Spende ausgeteilt. Und ja, so kommen die Leute und die Fans auch in den Genuss von den Studioaufnahmen und nicht nur von den Liveaufnahmen. Ja. Dann habe ich wirklich auch einige Coversongs für euch vorbereitet, die auch gut aufgenommen worden sind.
und nicht so trashig wie früher und so weiter und so fort. Also mit den Aufnahmen bin ich gut zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Für die ersten gibt es noch Videos, also so richtige Musikvideos, kleinere. Für die, die danach kommen, dann eher nicht mehr. Ich habe das so verteilt. Anfang und Ende des Jahres könnt ihr euch auf viel Content von mir dann freuen, was Musik angeht. Ja, außerdem wird es, wenn ich ein paar Reisen unternehme, Vlogs dazu geben. Das ist klar, wenn mich wer bucht oder so für ein paar Events. Vielleicht auch das ein oder andere Live-Video. Ja. Außerdem wird es hier auf YouTube 2016 keinen 4-Sterne-Glücks-Adventskalender geben. Eben weil das zu viel Aufwand, naja, zu viel Aufwand, sag ich mal, ist es eigentlich von den Erstellen der Videos nicht. Denn der ganze Content liegt ja schon da. Aber wie soll ich sagen? Das Ganze drumherum, Beschreibung und so weiter, Tags. Das ist schon ein größerer Aufwand. Und wenn man nicht die Zeit dazu hat und das ja insoweit schon durchgeplant hat, dann ist das, ja, dann lässt man es auch mal ausfallen. Also dieses Jahr 2016 kein Adventskalender. Dazu 2017 dann wieder ein. Und ja, der Podcast, alte Spiele-Podcast, wird wiederbelebt, sag ich mal. Bis Staffel 2 haben wirklich, ohne Scherz, 20.000 Leute monatlich den Podcast gehört. Das war einfach nur wow. Danach habe ich den Podcast-Blog für andere Sachen benutzt. Und ja, es viel und viel und viel. Jetzt will ich das Ganze wieder aufleben lassen. Auf YouTube werdet ihr die Sachen erstmal vorerst nicht zu Gesicht bekommen. Es gibt dann irgendwann noch ein Infovideo, denke ich mal, wie ich das mache oder ein Infopost. Ich glaube, ich werde es so machen. Ich kann nichts versprechen, dass einen Monat nach Podcast-Ausstrahlung die Sache auf YouTube kommt. Und ja, es soll monatlich eine Folge erscheinen, 2016. Das heißt, ihr könnt euch auf 12 wirklich neue Folgen freuen. 2017 soll das Ganze dann wöchentlich sein. Ja, und dann auch gleichzeitig auf YouTube und als Podcast erscheinen. Da bin ich dann auch schon insoweit dran. Genug Spiele habe ich ja. Und das Ganze läuft dann wirklich nicht mehr unter dem Namen Xbox-Spiele, wie es die ganze Zeit hier gelaufen ist. Bis auf die zweite Staffel, die ist DS-Spiele. Die wird auch so weiter heißen. Aber damit ich auch nicht nur Xbox-Spiele vorstellen kann, wird der Name wirklich auf alte Spiele zurückversetzt. Ich habe bei Google auch gesehen, viele Leute suchen wirklich auch noch danach. Ja, so kann ich dann halt auch ältere PC-Spiele und so weiter auch vorstellen, die außerhalb der Reihe normalerweise sind. Und ja. Ich suche übrigens dafür jemanden noch, der mir ein Intro erstellen kann dafür. Wenn soll er sich an vsdeluxe@gmx.de melden oder über die Webseite, über das Kontaktformular. Ich suche da wirklich einen, der mir das Intro dafür erstellt soll. Etwas professioneller sein.
Und ja, ich habe da so Anforderungen, die dann aber in der Mail, wenn ihr Interesse habt. Ihr werdet dann auch namentlich immer in der Beschreibung erwähnt. So. Ja, das war's jetzt mit den Plänen zu 2016 und ein wenig zu 2017. Wie es so zustatten gehen soll. Ja. Das war's jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Habt schöne Ferien, schöne Weihnachtsfeiertage, schönes Silvester, Post-Neujahr. Und ja, wir sehen uns dann 2016 ja, in Streams und so weiter und so fort. Tschüss! Bams!